Guten Tag miteinander, mein Name ist Christian Lotz und das heutige Thema ist die Wasserkraft. Unschwer zu erkennen bin ich gerade hinter den Niagara-Fällen und bei den USA ist eines der größten Wasserwerke dort angeschlossen. Im Folgenden werde ich kurz erklären, was Wasserkraft genau ist, dann die Vor- und Nachteile von ihnen unter die Lupe nehmen und abschließend ein bisschen über das Potenzial von Kanadas Energiegewinnung durch Wasserkraft sagen. Denn Wasserkraft macht immerhin 60% der kompletten Energieversorgung in Kanada aus. Bis gleich. Und wie genau die Energieerzeugung durch Wasserkraft funktioniert, erkläre ich euch anhand folgenden Beispiels. Und zwar ist der ganze Trick, dass die potenzielle Energie vom Wasser, vom Bergen, in kinetische Energie, also in Fließgeschwindigkeit, umgewandelt wird. Und diese Fließgeschwindigkeit beim Passieren einer Wassermühle von der Mühle mehr oder weniger aufgenommen wird. Das kann man dadurch veranschaulichen, wenn man einen Wasserhahn hat und eine kleine selbstgebaute Wassermühle. Wenn das Wasser jetzt fließt, sieht man, dass sich die Mühle dreht. Der Mensch hat diese Kraft schon früh zu nutzen gewusst. Und man kann dann sozusagen an diesem Ende hier in einer Mühle eine Walze anschließen, um früher das Mehl zu mahlen. Oder heutzutage wird häufig ein Elektromagnet angeschlossen. Dieser wird in einen Generator eingebaut und so kann Strom emissionsfrei erzeugt werden. Dies ist vor allem ein Vorteil im Vergleich zu den fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Erdgas. Ein weiterer Vorteil im Vergleich zu den meisten erneuerbaren Energien ist, dass Wasserkraft unabhängig vom Wetter ist, wodurch man keine Backup-Stromquellen braucht. Ein weiterer Vorteil der Wasserkraft ist die Langlebigkeit, denn Wasserkraftwerke können bis zu 100 Jahre lang betrieben werden. Durch all diese Vorteile ist es kein Wunder, dass in Kanada mehr als 100.000 Jobs daran hängen. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Der Hauptgrund, weswegen die Wasserkraft auch in Zukunft eine wichtige Energiequelle sein wird, liegt an einer physikalischen Größe, und zwar der Effizienz der Energieumwandlung. Denn während die Effizienz der Verbrennung bei ungefähr 67% ihr Maximum erreicht, liegt diese bei der Wasserkraft bei ca. 95%. Was heißt, dass nur ca. 5% der Energie in Abwärme umgewandelt wird, wodurch die Wasserkraft die effizienteste Energiegewinnungsmethode repräsentiert. Schauen wir uns als nächstes das Potenzial der Wasserkraft an. In dem Bild sieht man hier das technische Potenzial der Wasserkraft im Vergleich zum aktuell genutzten in den einzelnen Provinzen Kanadas. Durch die grünen Pfeile wird deutlich, dass Provinzen wie Ontario oder Quebec mit 50% schon viel des vorhandenen Potenzials nutzen, wohingegen andere Provinzen wie Yucatan oder Nunavut, hier mit roten Pfeilen gekennzeichnet, ihr Potenzial kaum ausschöpfen. Dies liegt vor allem daran, dass diese Gebiete bevölkerungsärmer sind und viele Flüsse größtenteils im Jahr zugefroren sind, was die Förderung einfach nicht wirtschaftlich macht. Durch die Abschmelzung der Pole allerdings sowie der wachsenden Bevölkerung ist vorhersehbar, dass in den kommenden Jahren auch dort die Potenziale weiter ausgeschöpft werden. Wie jede Art der Energieerzeugung hat auch die Wasserkraft leider ein paar Nachteile. Erstens ist der Bau so einer Staumauer und der ganzen Infrastruktur herum sehr, sehr teuer. Zweitens, die Menschen wissen schon lange, wo am Wasser man am besten siedeln kann. Und dies ist auch meist der Platz für die besten Wasserkraftwerke. Deshalb müssen oft ganze Dörfer oder Kommunen dem Wasserkraftwerk weichen. Drittens, Wasserkraft ist ein massiver Eingriff in das rundherum existierende Ökosystem und verändert und zerstört es maßgeblich. Fische kommen zum Beispiel nicht mehr an ihre Laichplätze. Durch stehenden Wässer können außerdem Algenblüten entstehen, die verheerend für ganze Landstriche sind. Abschließend kann man sagen, dass die Wasserkraft in Kanada eher noch steigen wird, da die Vorteile doch mal überwiegen und durch das Abschmelzen der Pole das Potenzial in Kanada eher steigen wird. Damit verabschiede ich mich und wünsche noch einen schönen Tag. Bis dann!